Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zu dieser nicht nur genialen Musik, sondern auch zu diesem hoffentlich genialen Game. Ich freue mich total darauf. Wenn alles gut geht und ich das Video rechtzeitig hochladen und rendern kann, müsste es rechtzeitig genau an meinem Geburtstag veröffentlicht werden. Warum ich das dazu sage? Ganz einfach, dann bin ich offiziell zu alt, um Die Young jung zu sterben. I was born into the high life. I always like to exceed. Always love strong sensations. I experimented with everything. I was never an addict, just more of an adrenaline junkie. My crowd was always the people living on the edge. Still, nothing could have prepared me for what happened on that island. It was supposed to be the joyride of the summer. Rashid said it was all a done deal. He said we'd rule the beach after. We had no idea what we're headed into. Nightmares have a way of just happening. Everything was a blur, but I was sure of it. I'd been buried alive. Dizzy. Where am I? My throat hurts. Water. I need water. Hey. Hey! Help me! What the fuck? What's that? Jo, da sind wir nun. Wir sind am Grunde des Brunnens. Was genau passiert ist, das haben wir nicht erfahren. Da hinten ist es zu dunkel. Ich habe dieses Spiel mal kurz offline gestartet, einfach weil ich testen wollte, wie läuft die Performance, geht das mit der Aufnahme und so weiter und so fort. Das heißt, bis darauf und bis zum nächsten Gebäude ist es nicht blind, alles danach ist blind. Das Spiel selber, Die Young, ist eigentlich in der Art ein Survival-Game. Wir picken das mal. Hand-drawn Map. So, mal ansehen. Das ist die Karte, die wir zu Beginn haben. Wird noch spannend werden. Es ist mit einem schweigenden Ninja. Wird noch spannend werden, weil wir können uns tatsächlich nur an den Landmarken orientieren. Vorerst mal. Ich weiß nicht, ob wir noch was finden. Das links waren wir. Jetzt sind wir es wieder. So. Das links, das sind wir. Ich habe jetzt zum Glück noch den Mauscursor. Wir können, so wie es scheint, diverse Ausrüstungsgegenstände bekommen. Wo zeigt dieses Strichchen hin? Naja gut, vielleicht bekommen wir einen schussfesten BH, man weiß es nicht so genau. Aber jedenfalls, im Moment haben wir relativ wenig. Unsere Protagonistin, wie auch immer sie heißen mag, ich weiß es jetzt nicht. Keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern, war ihr Name eingeblendet? Jo, die wollten halt einfach coole Zeit erleben. Sie selber ist ein Adrenalin-Junkie. Was haben wir? Wir haben da nochmal eine, ich will jetzt nicht sagen detailliertere Karte, aber doch eine größere Karte zumindest. Items, man kann auch Dinge craften, soweit ich mitbekommen habe. Yeah, ich bin wieder mal super schlau. Vergesst den Satz von vorhin. Man kann Dinge craften. Dafür können wir wie gewohnt oder wie bekannt verschiedene Materialien sammeln und derzeit haben wir nur zwei Rezepte. Healing Powder und eine simple Bandage. Mal sehen, was noch auf uns zukommt. Quests, climb up the wall, find a water source, find the coastal tower und also Punkt 1, climb up the well, nicht wall, well. Und find the water source, das habe ich schon geschafft, alles dann danach ist ziemlich blind und ziemlich spannend. Jo! Wir haben Beine. Das hasse ich ja bei Spielen, wenn du an dir runter siehst und keine Beine hast. Gut. Ich spiele das Ganze mit Controller und vorher muss ich noch dazu sagen, das Spiel ist Early Access. Alpha-Version 025, 18. Juni 22 ist die Version. Also nicht böse sein, wenn da vielleicht noch Bugs drinnen sind. RB to jump. Jump. Wir haben Kletterpassagen und was ich da ganz spannend finde, ist, wir müssten theoretisch irgendwo auch eine Konditionsanzeige haben. Genau.
links unten in diesem Kreis, man sieht, wie dieser graue Balken schön langsam kleiner wird oder hinunterwandert. Wenn der komplett weg ist, dann war es das für unsere sportliche Extreme Adrenalin Junkie Lady. Dann haben wir ein Game Over, beziehungsweise... Jo. Rose? Andre? Where the fuck are they? Gut, wir wissen nicht genau, was mit unseren Freunden passiert ist. Das ist der Brunnen, in den hat man uns reingeworfen. Genießen wir mal ganz kurz die Landschaft. Schöne Blümchen. Mohnblumen gab es bei uns am Feld auch immens viele. Safe. Es gibt Save Points. Das bedeutet, wir müssen nicht jedes Mal wieder ganz von vorne beginnen. Also es ist roguelike. Also und nicht so wirklich auf Hardcore mit, du hast nur ein Leben und das war's dann. Jo, und das, und da geht's jetzt los, das meine ich. Oder meinte ich. Wir haben diese Karte. Der Brunnen, das waren wir, sind wir. Und ab dann müssen wir uns, wir sehen da Gebäude eingezeichnet, wir sehen Berge und so weiter. Und wir müssen uns tatsächlich anhand der Gegebenheiten orientieren. Und das habe ich in der Testaufnahme selber auch geschafft. Wir können, Moment, laufen, in Deckung gehen oder in die Hocke gehen. Das ist auch dringend notwendig, weil wir sind ja natürlich nicht alleine auf dieser Insel. Da vorne bewegt sich was. Das da. Und das sind nämlich Hunde, die bevorzugt in der Nähe von Gebäuden sind. Und die sind richtig mühsam. Wir haben ja keine Waffen, wir haben gar nichts, wir haben ja nicht mal Schuhe. Wir müssen dort lang, soweit ich mich jetzt erinnern kann. Und sollten natürlich, hier müssen wir hin, und sollten natürlich aufpassen, dass uns niemand entdeckt. Nehmen wir mit das blaue Blümchen, ich habe keine Ahnung, was es kann. Die gelben Blümchen. Sieht uns der Hund, wenn wir dort jetzt hinlaufen? Da zum Beispiel, dieses gelbe Blümchen. Damit können wir dann diese Healing Powder machen. Da brauchen wir 2 Stück davon. Und, jo, Ziel des Spieles, ich weiß es nicht, ich kann es euch noch gar nicht sagen. Aber in erster Linie mal primär überleben, der Twin Houses. In erster Linie überleben und natürlich dann in weiterer Folge herausfinden, was denn hier los ist. Repair the broken pump. Find a water source. Haben wir erledigt. Mal kurz checken. Jo, Map. Wir können jetzt eben aus 2 dieser Mom's Favorite Pflanzen Healing Powder erstellen. Machen wir das mal. Quests. Find the Coastal Tower. Locate the landmarks. Find all your friends. Repair the broken pump. Escape the island. Also das ist wahrscheinlich das eigentliche Hauptziel. Follow the red marks on your map. Ich schätze mal, ich werde mal mit dem Mauscursor da rumfahren. Ich schätze mal, wir befinden uns jetzt hier. Das war leicht so schräg rüber, sagen wir mal nordwestlich. Das ist eigentlich den Towers. Sehen wir den von hier? Ich glaube, wir haben ihn vorhin schon mal ganz kurz gesehen, da hinten. Ich gehe mal davon aus, und das finde ich auch relativ cool eigentlich, dass alles, was weiter weg ist, dass das leicht verschwimmt. Beziehungsweise, wieso habe ich überhaupt so eine komische Optik? Was ist denn da jetzt los? Achso, wir müssen trinken. Wir fangen an zu verdursten. Wir dehydrieren. Haha, von lauter blöd daherreden. Da, Wasser. Trink was, Mädel. Wie gesagt, es ist ein Survival-Spiel. Also man darf diesen Aspekt nicht unterschätzen. So, es geht uns wieder besser. Ja, Ratten. Die sind richtig unangenehm. Die haben mich beim ersten Mal, beim ersten Probetestlauf gebissen. Okay, wir bleiben da mal oben. Sicher ist sicher.
Wir haben eine neue Notiz, die habe ich damals nicht gefunden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wo auch immer die jetzt auftaucht. Fugitive. Letzte Nacht, während ich geschlafen habe, in der Lodge, während ich mit den anderen in der Lodge geschlafen habe, I was awakened by a metallic noise like a click. I walked up to the door and I heard it again. Okay, also wer auch immer wurde aufgeweckt, hat mit den anderen die Nacht in der Lodge verbracht und wurde durch ein metallisches Klicken aufgeweckt. In that moment, I was been chosen as workers where we had loading. Jo. Ich weiß nicht, wie man blättert. Also irgendwie haben sie Statuen aufgestellt und in dem Moment hat er oder sie realisiert, warum sie als Arbeiter für die Village eingeteilt worden sind. Öffnete die Tür und vor mir stand ein Soldat. Ich traf ihn. Then I instantly grabbed his keys and threw myself out of the window. Also geflüchtet quasi. Gut, also der Coastal Tower dürfte bewacht sein. Stofffetzen, damit können wir eine Bandage machen. Okay, und jetzt sollten wir vielleicht doch einmal speichern. Nette Info, ich glaube, wir müssen da an diesen Ratten mal vorbei. Nein, müssen wir nicht, da geht's nicht lang. Ah, verdammt. Weg, 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 weg. Uns kann hier auf dieser Insel natürlich alles verletzen, was nur irgendwie... ja, Schaden zufügen kann. Und wir wollen natürlich überleben. Grafisch finde ich es ganz fein. Es läuft auch ziemlich flüssig, muss ich sagen. Ich habe jetzt... ich kann euch das dann nachher mal kurz zeigen. Ich möchte nur kurz hier lang, weil... genau. You can't carry more clothes. Kein Problem. Wir können ja jetzt... eine Bandage mal herstellen. Ich zeige euch da auch danach ganz kurz nur die Settings, die Video-Settings. Ich habe es tatsächlich auf ziemlich high eingestellt. Ja, genau. Und jetzt, das wollte ich vermeiden. Ich dachte, da gibt es noch was zum Einsammeln. Wow. Na gut. Also die Rattenviecher sind nicht unsere Freunde. Keine Ahnung, ob wir da oben noch irgendwas entdecken hätten können. Wir machen noch eine zweite Bandage. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir die verwenden können. Wie wir die verwenden können. Items. Alles klar. Ja, hat jetzt, glaube ich, nicht viel gebracht. Egal. Wie gesagt, es ist ja nur ein Vorgestellt angespielt. Ich finde es bisher richtig schön, richtig großartig. Und bis daher kenne ich es. Ab jetzt ist es blind. Aber ich würde mal vermuten, wir müssen dort nach rückwärts zu diesem Tower. Da hinten geht einer. Aber wie gesagt, so wie das klang... und nachdem wir in einem Brunnen wach geworden sind, würde ich sagen, wir vermeiden vorerst mal sämtliche menschlichen Kontakte oder überhaupt sämtliche Kontakte, die da irgendwie auf der Insel stattfinden können. Die Dinger kenne ich auch, die kann man essen. Also im Spiel, in echt kenne ich Brombeeren natürlich. Ich glaube, das waren Brombeeren. Oder waren es, nee, Erdbeeren waren es glaube ich nicht. Aber jedenfalls, die bringen uns, soweit ich mich erinnern kann, oder glaube mich erinnern zu können, etwas... an Wasservorrat. Tempelruine. Ab durchs Sonnenblumenfeld. Ich würde gerne mal nachsehen, was das für Kisten da sind. Wow, Schlange! Holy! Detected. Chased. Was? Wer chased mich wo? Ah, die Schlange. Nee, das ist nicht. Das ist keine Schlange. Das ist keine Schlange. Wow, 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 wow. Laufmittel. Holy.
War keine gute Idee, aber zumindest wissen wir jetzt. Oh, der ist immer noch hinter uns her. Wow! Brich dir ja nicht die Beine. Ach du Schande. Ich hoffe, der gibt irgendwann mal auf. Können wir den da über den Berg loswerden? Nein! Und das Ganze barfuß? Ich da. Oh. Das tut selbst wenn man da nicht mal wirklich selber springt, richtig weh. Okay. Werden wir eigentlich noch verfolgt von denen? Ich weiß es nicht. Aber wir laufen mal hier lang. Nice. Und das gefällt mir irgendwie ganz gut. Diese Sprungpassagen, das lässt sich ziemlich angenehm steuern. Aha. Sind aber auch nicht unbedingt leicht. Aber es läuft ziemlich flüssig, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir laufen die meiste Zeit so. Okay, sind nicht in der Hocke. Mal sehen, wo wir da jetzt hinkommen. Das wirkt ganz spannend. Darf halt nur nicht wieder vergessen, wenn uns die Ausdauer ausgeht, war es das, glaube ich, mit... Jo! Game over! War jetzt nicht unbedingt der beste Anfang. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach nochmal eine zweite Folge. Wenn es euch gefällt und wenn ihr wirklich tatsächlich ein Let's Play sehen wollt, bitte schreibt mir das in die Kommentare. Ich dachte, ich mache einfach nur mal ein vorgestellt angespielt. Muss aber zugeben, es macht schon viel Spaß. Keine Ahnung, wenn es euch auch Spaß macht, sagt mir Bescheid. Können wir gerne weiterspielen. Ich mache noch zumindest eine Folge. Ich möchte das jetzt ausprobieren. Vielleicht kommen wir ja weiter. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, baba.